Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind heute in Frankfurt hier und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, meinen langjährigen Weggefährten Ulrich Hanke heute hier zu interviewen. Er ist ja nicht nur der Erfinder von Persianer.info, sondern auch Chefredakteur und ja, kümmert sich eigentlich um alles. Oder Uli, wie schaut's aus? Servus. Servus, Jochen. Ich freue mich, dass du da bist. Tolle Sache. Und ich habe auf deiner Seite auch schon mal ein bisschen gestöbert, aber gib uns doch mal einen ganz kurzen Überblick. Was macht ihr da eigentlich? Also wir sind viel mehr als eine Seite und zwar ein digitales Anlegermagazin, kommt im PDF-Format im Moment heraus, ist kostenlos für die Leser und unabhängig, soll sich später mal über Anzeigen finanzieren und wird auch demnächst eine App dazu geben. Ah, das ist ja spannend. Ich sehe schon, du hast hier so ein iPad in der Hand. Kann man ruhig mal reinhalten. Ja, ist ganz spannend hier. Das ist die aktuelle Ausgabe. Ja, super. Und wir haben ja auch euer Logo bei uns auf dem TV drauf in der Werbung, weil ich finde es auch toll, was ihr da so macht. Was ist der Nutzen für jemand, der euch liest? Was soll dahinter stecken? Also der Leser kann erstmal erwarten, was er in einem klassischen Anlegermagazin erwarten kann. Eben Interviews, Gastkommentare, Musterdepots, Aktienbesprechungen, auch mal Fonds, auch mal Zertifikate oder Anleihen. Mhm. Natürlich jetzt in dem jetzigen Umfeld ein bisschen schwieriger. Ja. Und dann versuchen wir das Ganze natürlich die Vorteile des Digitalen zu nutzen. Also zum Beispiel unsere Musterdepots gibt es dann auch auf der Social Trading Plattform Wikifolio. Und sind natürlich auch bei Twitter, Facebook und YouTube unterwegs. Das heißt, ihr habt also Musterportfolios, das heißt, ihr habt auch, sage ich jetzt mal, konkrete Vorschläge, was man tun kann. Also ihr seid kein Vermögensberater, selbstverständlich nicht, ja, aber ihr macht euch Gedanken zu dem, was ihr schreibt, zu den Werten, über die ihr schreibt und gebt, sage ich mal, so ein bisschen eine Stütze vielleicht bei der Entscheidungsfindung. Kann man das so sagen? Ja, wir dürfen rechtlich keine Anlageentscheidung geben. Das heißt dann immer so schön, dass wir nur Informationen liefern und das keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von einem Wertpapier ist. Nichtsdestotrotz ist es bei uns nicht nur pure Theorie. Wir kombinieren hier digitalen Qualitätsjournalismus mit Anlage-Know-how und das ist nicht nur Theorie, das ist natürlich auch Praxis und deswegen haben wir ganz logisch Musterdepots eingeführt, die auch sehr gut laufen und die es dann auch bei Wikifolio demnächst gespiegelt gibt. Oh, also auch investierbar und da verfolgen wir dann eben verschiedene Strategien und ja. Super. Jetzt sind wir ja hier auf dem Rohstoff-TV. Ja? Jetzt natürlich meine Frage, ich habe schon gesehen, ich habe mir das ja schon angeschaut auch ein bisschen. Ihr habt natürlich jetzt klar DAX-Titel drin, ihr habt MDAX, SDAX etc., also gängige deutsche Titel. Ja? Und ich habe auch mal gesehen, ihr habt schon sowas mit Newmont und Rio Tinto ist, glaube ich, schon drin im Portfolio. Was wollt ihr denn auf dem Rohstoffbereich noch in Zukunft machen? Du warst jetzt heute auch das erste Mal hier in Frankfurt auf einer Veranstaltung. Was ist denn da so ein bisschen Zukunftsplanung? Genau, ich komme ja praktisch aus dem Rohstoffbereich, daher kennen wir uns ja auch, als ich damals in der Schweiz 2007, 2008 über Rohstoffunternehmen geschrieben habe. Und natürlich habe ich jetzt erstmal so klassische Musterdepots mit mehr Standardwerten. Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass sie sich nicht gut entwickeln können nach verschiedenen Strategien. Also ganz klassisch eine Dividendenstrategie, aber auch Value-Titel. Und im angesprochenen Value-Depot ist eben zum Beispiel Rio Tinto, die wir im Moment für sehr günstig halten mit einem 12er KGV und einer hohen Dividendenrendite von 5. Und eine Newmont Mining, natürlich, da spekulieren wir ein bisschen auf den steigenden Goldpreis, wo wir so von 1300 ungefähr ausgehen bis Ende des Jahres. Das ist so das, was wir für realistisch halten könnten. Die haben ja so ein Dividendenmodell, glaube ich, am Goldpreis gekoppelt, ne? Die Newmont. Da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist sehr, sehr spannend, was die da so machen. Ja, ja. Ja, aber das finde ich auch gut. Ich meine, es ist ja nicht bloß, es geht ja nicht bloß darum, irgendwelche kleineren Titel irgendwo reinzubringen und dann zu versuchen, da was in den Markt zu drücken, sondern nachhaltige Anlage sagt ja eben auch Dividenden. Das ist ja was in der Nullzinswelt. Ja. Ja. Auch so eine Eni, was weiß ich, acht größer Öl- und Gasproduzent der Welt, hat, glaube ich, jetzt 7,5% Dividende und die werden die auch weiterhin zahlen. Ja. Genau. Also eine Eni oder eine BP haben wir auch im Value Depot. Einfach weil wir glauben, dass die Preise zu stark abgestraft wurden, also vor allen Dingen bei den europäischen Titeln eben. Wir bevorzugen im Moment europäische Titel und Zyklika und japanische Titel, weil eben dadurch die EZB und die Bank of Japan die Liquiditätsschwemme, die Schleusen geöffnet sind und DAX und Nikkei auch, wenn man es nicht glauben mag, auch wenn sie jetzt Hochs gesehen haben, sind immer noch relativ im Vergleich zum US-Markt zum Beispiel günstig bewertet. Ach, da möchte ich keinen Tipp abgeben, aber... Wir haben nur so gefühlt 13.000, 14.000. Ja, es wird nach oben gehen, ja. Also wo soll man auch hin mit seinem Geld, genau. Ja. Und weil du es gesagt hast, wir überlegen natürlich auch mal ein Rohstoffdepot zu lancieren. Im Moment haben wir eben dieses Value-Depot, ein Dividendendepot, eins mit geringer Volatilität, ist auch sehr spannend. Das ist eine Strategie, die zu der Finanzkrise super gelaufen ist.
Und ein Momentum-Depot, das ist unser Star im Moment, der hat 30% Gewinn gemacht seit Anfang des Jahres, der DAX ungefähr 20. Also da haben wir auch. Was ist da der Unterschied? Momentum, was beschreibt das? Also wir suchen günstig bewertete Aktien raus, die aber ein Aufwärtstrend sind. Also man soll ja nicht auf den fahrenden Zug aufspringen, deswegen müssen die Aktien auch noch günstig bewertet sein, nicht nur steigen. Und da messen wir das Ganze an der Relativitätsstärke von Levy, seiner Kennzahl. Der Herr Robert Levy hat das damals herausgefunden, dass diese Aktien nach dem Motto Folge dem Trend auch weiterhin steigen Trend werden. Is your friend. Genau, ja. Und wenn man da eben die Aktien wählt, die auch noch günstig bewertet sind, aber im Aufwärtstrend, die steigen dann auch prinzipiell weiter und das bilden wir eben mit dem Depot ab. Super. Ja. Das ist echt spannend. Super, ja, sag ich mal, vielen lieben Dank dafür und es hört sich sehr spannend an für die Zukunft und ja, wir sind gespannt, was von euch als nächstes kommt. Wie du sagst, die aktuelle Ausgabe ist draußen. Genau, einfach genau. Anmelden, ist kostenlos, ja. www.börsianer.info. Ja, super, mal rein schon dabei. Genau. Klasse, super. Uli, ich danke dir. Klasse, merci. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, das war der Uli Hanke von börsianer.info, kostenloser Börsenbrief. Ich finde es gigantisch, was er macht. Ich kenne ihn schon viele, viele Jahre. Er hat das Know-how, auch das Team dahinter hat das Know-how und seine Ergebnisse, die er bisher abgeliefert hat, sprechen für sich. Und deswegen, ich finde, das ist ja mal einen Blick wert und wir würden uns freuen, wenn Sie reinschauen. Vielen Dank bei uns fürs Zuschauen. Tschüss aus Frankfurt. Tschüss.